Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Am Platz. Heute eine Mini-Tennis-Anlage und zwar Teil eines Hotel-Ressorts in Baden. Und zwar geht es um das Schlosshotel Weikersdorf. Das ist hier der Komplex. Eine wunderschöne Gegend hier in Baden, angrenzend rauf zum Helenental. Ein wunderschöner Tag heute und wir wollen uns diese kleine Tennisanlage anschauen. Es handelt sich um einen Freiplatz, Sand und auch eine Tennishalle. Die Tennishalle selbst ist, glaube ich, mittlerweile nur mehr ein Lagerraum. Da werden wir wahrscheinlich auch heute nicht reinkommen. Es gibt eine kleine Geschichte zu dieser Anlage und zwar hat hier der ehemalige Davis Cup Bespanner und auch der persönliche Bespanner von Thomas Muster, Peter Lerner, einen kleinen Shop gehabt und hier auch Trainerstunden gegeben. Das muss aber Minimum, ich würde sagen einmal 10 bis 15 Jahre her sein. Schauen wir uns kurz einmal diese Anlage an. Da haben wir den Freiplatz. Da ist, wie gesagt, das Gebäude des Schlosshotels Weikersdorf. Auf der anderen Seite drüben ist die Rezeption und der Eingang. Das ist ein bisschen, ich würde sagen, ein kleiner Kulturausflug hier in Baden. Ja, eine Stiege gibt es hier auch noch. Gehen wir mal darauf. Also alles verwachsen. Man hat hier zum Glück nichts verbaut und der Tennisplatz sieht dementsprechend aus. Ich korrigiere mich, das war kein Sandplatz. Es dürfte hier Quarzsand gewesen sein, also kein reiner Sandplatz, aber auch in Tennissand rot gehalten, das Ganze. Also man sieht hier, wurde gespielt. Quarz, Sand, das ist ja immer so, mal in Wien gespielt auf so einem Platz, ist relativ schnell gewesen. Die flachen Bälle sind nicht wirklich aufgesprungen, also es ist nicht unbedingt mit einem echten Sandplatz zu vergleichen. So schaut das Ganze damals aus. Hier sehen Sie es am Platz, Ausgabe 23. Der Tennisplatz hier beim Schlosshotel Weikersdorf. Ich habe selbst nicht gespielt, war aber das eine oder andere Mal hier und habe ein bisschen gefachsimpelt mit Peter Lerner und da ging es um Schlägertuning und um andere Dinge. Schiedsrichterstuhl steht noch. Netzpfosten ist noch da, der andere Netzpfosten, den gibt es nicht mehr. Alles andere, da sieht man, wie die Natur auch durchkommt hier auf einem Quarzsandbelag. Das ganze Moos. Also, wenn ihr euch den Platz da anschaut, ich würde jetzt nicht aufs Erste erkennen, dass das jemals ein Sandplatz oder ein Quarzsandplatz war. Also, es ist alles mehr oder weniger überwachsen und das ist hier die Tennishalle. Die Tennishalle, bin mir jetzt nicht sicher, ob das ein oder zwei Plätze waren, jedenfalls war hier der Eingang zur Tennishalle. Vielleicht kann man ein bisschen reinschauen, was da war. Ich werde mal reinschauen. Man sieht es vielleicht seht ihr es hier, es handelt sich um einen klassischen Hallenplatz, ein Platz hier. Ja, ihr habt es gesehen, Mobiliar und verschiedenste Einrichtungsgegenstände sind hier in der Tennishalle mittlerweile gelagert. Das ist die Rezeption, so
zum Spa. Also hier ist hier offenbar auch angrenzend zum Schlosshotel Weikersdorf ein Spa dabei, also mit Wellness und Pool. Und ja, das hat man früher eben perfekt genutzt, wenn man dann auch noch Sport betreiben wollte und eine Stunde Tennis zu spielen. Also wunderschön, ihr seht hier, ich schwenke noch einmal so über die Anlage. Fast schon mit einem ja, kleinen Privatplatz zu vergleichen. Also ich muss ehrlich sagen, Baden hat schon wirklich absolut schöne Ecken. Man haltet Baden und die, ja, die klassischen Herrenhäuser und Gebäude und schlossähnliche Villen wirklich gut in Stand. Und ja, das soll es gewesen sein hier auf dem Grund des Schlosshotel Weikersdorf mit einem verlassenen Tennisplatz. Am Platz kommt wieder. Einen schönen Sonntag noch. Pfiat euch und auf Wiedersehen.